Herzlich willkommen bei Independence TV live aus der Schauburg in Karlsruhe. Ja, wir sind schon beim vierten Festivaltag angekommen und heute Abend um 19 Uhr findet das Finale des Publikumswettbewerbs statt. Und hier bei mir ist Cengiz Akaygun, der einen Film ins Finale gebracht hat, Aisha. Ja, erstmal herzlichen Glückwunsch zu diesem großen Erfolg. Das ist ja nicht einfach. Wir haben ja eine ganz starke Konkurrenz in den jeweiligen thematischen Blöcken gehabt, aber das Publikum hat sich ganz klar für deinen Film ausgesprochen. Da vielleicht der eine oder andere zu Hause noch keine Ahnung hat, um was es bei Aisha geht, ja, der Name verrät ja nicht so viel. In ein paar Sätzen, ja, eine Inhaltsangabe. Ja, also in Aisha geht es ganz kurz um ein kleines Mädchen, das im Hinterhof in Rojava in Syrien vor eine religiöse Prüfung gehalten wird von einer vollverschleierten Frau und die sich aber, wo sich Aisha schwer tut, damit genau das zu machen, was sie eigentlich von ihr möchte. Das mal ganz kurz und da kommt es eben zu einem kleinen Konflikt zwischen den Konflikt, beiden. ja. Genau. Ja, das ist auch so die Herausforderung. Wir wollen ja nicht so viel spoilern. Ja, es Ja, gibt genau. ja da auch dieses Thema ja, der Identität, ja, dann eben auch das Frauenbild. War das so dein besonderer Zugang zu diesem Thema, ja, wo du auch sagst, ja, du spielst so ein bisschen dann eben auch mit diesem Frauenbild? Ja, zum einen das und zum anderen ist das natürlich auch, was macht eine Vollverschleierung mit einem Menschen und mit einer Identität? Und mal kann sie natürlich schützend sein, mal kann sie tatsächlich auch erdrückend oder unterdrückend sein. Und das sind eigentlich so die Dinge, mit denen ich halt spielen wollte und die eigentlich meinem Film zugutekommen. Und wie ist da generell das Feedback, auch gerade aus vielleicht dann der Richtung ja, islamischer Gruppierung? Wir haben mal vor ein paar Wochen hier eine Dokumentation gezeigt über Serhan Ateş, eine Frauenrechtlerin, die hat ja eine Moschee in Berlin gegründet und ja, die hat ja ganz starke Anfeindungen erleben müssen. Ja, hast du da auch Feedback aus der islamischen Community, wie die den Film finden? Also aus der islamischen Community bisher nicht, weil ich glaube tatsächlich da, wo sich eben Aisha bewegt bisher, ist das gar nicht so, dass der Film das Klientel hatte, oder beziehungsweise hatte der Film gar nicht die Möglichkeit, das Klientel groß anzusprechen. Und es ist auch nicht unbedingt ein Klientel, das sich genau eben in gerade diese Plattform bewegt, wie eben ne, Festivals und so weiter und so fort. Ich glaube, das ist schon, hat ja schon so ein recht, kann man schon sagen, so einen intellektuellen Anspruch auch irgendwo, ein Filmfestival, würde ich jetzt mal behaupten, ne, weil es ist nicht etwas, wo jeder hingeht und deswegen. Ich glaube, ich hatte diesen großen Konflikt noch gar nicht großartig mit Islamisten oder sowas. Nee. Wir haben das ja auch beobachtet, der Film lief im Rahmen der Internationalen Wochen gegen Rassismus, ja, und wir haben dann eben auch die entsprechenden Gruppen eingeladen, ja, um in den Dialog zu treten, und die haben sich auch rar gemacht, ja, und das finde ich dann ja, spannend, aber auch sehr, sehr schade, ja, dass man eben so diesen Dialog über eine Plattform wie ein Filmfestival dann einfach nicht sucht und nicht findet in einer Art und Weise, ja, wo dann vielleicht dann einfach auch diese verhärteten Sichtweisen eine Rolle spielen, dass man sagt, ich möchte mich mit dieser Thematik überhaupt nicht auseinandersetzen, ja, und ja, das ist natürlich schade und bedauerlich, aber man hat dann eben zumindest mal hier die Möglichkeit, einem intellektuellen Publikum oder einem Arthouse-Filmpublikum dieses Thema näher zu bringen. Ja, und deswegen ist es auch schön, dass du diesen Film bei uns vorbeigebracht hattest. Ich möchte mal auf die Produktion selber eingehen, ja, weil sie ja in Deutschland entstanden ist, aber es spielt, du hast es ja vorhin ausgeführt, in Syrien. Und ja, wie bist du da vorgekommen? Ja, das ist ja durchaus ein Land, ja, von der Topografie und dergleichen. Ja, es ist ja nicht so sehr in Deutschland vielleicht vorfindbar. Wo hast du gedreht beispielsweise deine Kulisse? Ja, weil wenn du mir den Film nur gezeigt hättest und ich dieses Hintergrundwissen nicht gehabt hätte, hätte ich gesagt, ja klar, den hat er tatsächlich an Originalschauplätzen gedreht. Ja, das ist schön zu hören. tatsächlich haben wir ganz in der Nähe von Karlsruhe gedreht, in Ettlingen. Deswegen, weil wir zu Corona-Zeiten nicht die Möglichkeiten hatten, im Ausland zu drehen und weil es einfach logistisch schwierig war. So haben wir eigentlich einen Hinterhof in Ettlingen umgebaut, in einen Hinterhof
von Syrien, so im Grunde. Und wenn man diesen Hinterhof dann einmal praktisch die Wände, das Haus und so weiter und die Tür, alles, was eben dazugehört und auch den Boden, ne, wenn der ein bisschen sandig und kieselig ist und so weiter und so fort. Also das alles war mir sehr wichtig, dass man das, was man sieht, eben auch glaubt. Weil wenn man den Film anschaut und nicht das erste Bild nicht glaubt, dann glaubt man den Rest dann auch nicht. Also das Risiko ist zumindest sehr, sehr groß, dass man es nicht glaubt. Und ich glaube, es gab Momente, wo wir, wenn wir einen Zentimeter höher geschossen hätten, dann hätte man schon Karlsruhe gesehen. aber darüber hinaus, ich meine, ein wolkiger Tag sieht in Syrien genauso aus wie in Karlsruhe. Von daher, wenn alles andere stimmt, und da habe ich großen Wert drauf gelegt und hatte ich auch eine gute Szenenbildnerin, Gott sei Dank, die sich auch wirklich ins Zeug gelegt hat. Und aber auch hier von der von einer Firma, ist von einer Abbruchfirma hier in Ettlingen, hatte ich auch große Unterstützung, die dann auch so ein bisschen mir in die Hände gespielt haben. Und dadurch ist eben genau dieses authentische Bild doch zustande gekommen, wo ich auch froh drüber bin, dass das funktioniert hat. Geht auch sehr, sehr gut auf, hatte ich ja schon vorhin angedeutet, dass ich diese Empfindung einfach hatte. Du hast jetzt ein bisschen auch schon über die Produktionsbedingungen gesprochen. Vielleicht kannst du da noch mal ins Detail gehen, wie lange ihr gedreht habt, wie lange die Postproduktion war, wie ihr das überhaupt finanziert bekommen habt. Also finanziert komplett selber. Das heißt, wir hatten keine Förderung. Wir hatten ein paar Sponsoren, die wir dann selber gefunden haben tatsächlich. Dazu gehört auch die Abbruchfirma, die uns da dieses Haus praktisch zur Verfügung gestellt hat. Und ein paar andere Sponsoren. Sonst waren das eben wirklich alles Bekannte, Verwandte, Freunde, die einfach ein bisschen mit in den Topf geschmissen haben. Und so kam ein kleines Budget zusammen. Wir hatten ein paar Hotels, die so ein bisschen gesponsert haben. Da hatten wir großes Glück und auch produktionstechnisch, dass da war die Anja Berger und Elem Akmas, die dann auch praktisch produktionell mir auch unter die Arme gegriffen haben und sich auch ins Zeug gelegt haben. Und da haben wir viel rausholen können. Dadurch haben wir natürlich das produktionell auch mit wenig Mitteln stemmen können, tatsächlich. Und ich hatte auch Förderung beantragt, habe sie nicht bekommen. Und es trotzdem gemacht, ja? Was, ich habe es trotzdem gemacht. Was bewegt da den Independent-Filmemacher zu sagen, ich jetzt mache es trotzdem mit eigenen Mitteln? Ja? Was findest du auch vielleicht dann das Faszinierende, vielleicht diese Freiräume dann zu haben, zu sagen, okay, ich habe keine Förderung, ich habe keinen Sender im Rücken, ja, ich kann meine Geschichte so erzählen, wie ich das möchte? Also was mich wirklich bewegt, ist im Grunde das, die Tatsache, dass ich daran glaube. Dass ich an den Stoff glaube, dass ich an die Geschichte glaube und ich sehe etwas, oft sieht man etwas, was andere einfach nicht sehen. Das ist einfach Faktum, weil ich frage mich auch manchmal, ob ich das, was ich sehe, vielleicht auch die Schwierigkeit habe, es richtig zu übersetzen für andere. Wenn dann jemand etwas liest, sieht er vielleicht etwas anderes wie ich oder hat vielleicht einen anderen Zugang. So. Aber ich war mir ganz sicher, dass der Film wirklich Potenzial hat, und dass er universell funktioniert und dass er auch eine Botschaft hat. Und die kann ich auch stark rüberbringen, so wenn alles wirklich so funktioniert, wie ich es mir vorstelle. Ne? Und das ist so diese Vorstellung, die man halt in seinem Kopf hat und die man halt im Herzen hat. Dass die auch transportiert wird. Genau, dass die transportiert wird. Und ich glaube, darum geht es eigentlich so. Ne? Das mal beweisen zu müssen manchmal auch den Förderungen oder dass die erstmal sehen müssen, okay, also. Ja, nicht jeder ist ja tatsächlich in der Lage, aus dem geschriebenen Wort in einer Synopsis, in einem Exposé Ableitung zu treffen. Wie sieht das dann auf der großen Leinwand aus? Ja, ist manchmal schade, dass dann in bestimmten Institutionen vielleicht dann Personen mit so einem Stoff konfrontiert werden, die diese visuelle Vorstellungskraft vielleicht gar nicht mitbringen oder so, oder aus welchen Gründen auch immer das abgelehnt wurde. Aber ich finde das auch das Schöne an Filmen, wenn Interpretationsspielräume sind. Für mich war die Geschichte sehr klar, auch mit all den Twists, fand ich das sehr verständlich. Und auch diese Überraschungsmomente, die du da drin hast, ohne es zu spoilern, das fand ich sehr bemerkenswert. Würdest du sagen,
Oder bei Vorführungen, die du mit dem Film schon gehabt hast, dass es unterschiedliche Lesarten gab, die dir wiedergespielt wurden oder wo es vielleicht Zuschauer gab, die gemeint haben, ich habe da nicht alles verstanden. Ich habe das erste eher, wie das zweite tatsächlich. Es gibt sehr viele Lesarten. Also das zeigt eigentlich, dass der Film wirklich verschiedene Ebenen hat. Und je nachdem, aus welchem Blickwinkel oder aus welchem, wie man es eben betrachten möchte, kann man es so oder so sehen. Und das finde ich immer sehr spannend, diese verschiedenen Layer, diese verschiedenen Ebenen zu sehen, die den Film ja auch stark machen. Manchmal ist es tatsächlich so, dass ich dann auch von Zuschauern etwas höre, wo ich dann denke, ah, okay, daran habe ich eigentlich gar nicht gedacht, aber okay, wenn du das so siehst, dann ist das natürlich auch cool. Also, und das andere, dass man es eben nicht verstanden hat, es war eher so, dass die Zuschauer mich dann gefragt haben, gibt es das wirklich? Oder wird das so gemacht so? Ja, oder hast du das jetzt einfach erhöht, Genau, bisschen oder hast du das überspitzt und erhöht? so, ja? Genau. Und das ist eher der Fall, als dass sie es gar nicht verstehen. Also, genau. Ja. Aber das ist ja das Schöne, dass man einfach vielleicht Realität auch weiterdenkt, ja nochmal neu Ja. interpretiert und dergleichen. Ja. Ich möchte noch auf deinen Cast zu sprechen kommen, ja, weil das ist ja auch sehr tragend, gerade eben auch die Protagonistin und ja, wie bist du auf die gekommen? Da musstest du ja auch ganz genau dir überlegen, ja, wen kann ich da eigentlich reincasten, ja, wer kann diese Rolle tragen? Ja, da hatte ich großes Glück, weil ich hatte die zwei Kinder, die hatte ich ganz in der Nähe in meinem Umfeld. Das eine Kind ist das Kind meines Bruders und das andere Kind von einer Freundin, die Tochter. Und ich hatte schon, also mit den Kindern kann man sagen, also mit eines der Kinder habe ich schon gearbeitet, mit dem anderen Kind nicht. Und dadurch, dass ich so nah war zu denen, also in unmittelbarer Nähe waren, konnte ich mit denen schon den Text gut vorbereiten. Ich hatte so ein bisschen mehr Zeit und so weiter. Also ich habe nicht viel geprobt, aber ich habe den Text mehr, weil es sind auch keine Native Speaker gewesen dieser Sprachen. Deswegen musste ich das alles so ein bisschen beibringen, beziehungsweise habe ich auch mit dem Dolmetscher zusammengearbeitet, wo wir auch mal an dem Nachmittag zusammengesessen haben und dann geguckt haben, ob sie es auch wirklich richtig aussprechen. Also hat das akzentfrei funktioniert? Was ich ja nicht beurteilen kann, weil Ich würde sagen ja, aber es gibt natürlich bestimmt Stellen, wo ein Native Speaker sagen würde, okay, das könnte ein bisschen lockerer rüberkommen oder sowas. Ne? Und das sind aber Nuancen, also das sind dann wirklich sehr, sehr Schimpfen oder ich sag mal Kritik auf hoher Ebene so. Auf alle Fälle, ja. Genau. Und uns fällt das ja, wie gesagt, eh nicht auf, insofern Genau. das Bild, das ist Ja, stimmt. und die Halima Iltel war eigentlich die Einzige, die so professionell war und die ja auch schon erfolgreich ist und so in dem Bereich und aus Berlin kommt. Das war die Einzige. Aber das Schöne an Halima war, dass sie die Kinder so ein bisschen mitgezogen hat, dass sie genau durch ihre Profession eigentlich so schon den Anspruch, ne, den hat sie schon hoch angelegt und dadurch mussten die Kinder so ein bisschen mitziehen, so mit ihr. Klasse, ja. Ja. Auf alle Fälle ein wunderschöner Film ist das geworden. Vielen Und Dank. wer ihn noch nicht gesehen haben sollte, heute besteht nochmal die Möglichkeit im großen Finale des Publikumswettbewerbs um 19 Uhr in der Schaumark. Ich wünsche auch darüber hinaus natürlich viel Erfolg mit dem Film, auch auf anderen Festivals. Ich drücke fest die Daumen auch für heute. Kann ich nicht vorhersehen, weil das ein Publikumspreis Ja. ist. Und wie die entscheiden werden, weiß ich nicht. Also alles Gute, check Vielen it. Dank. Ja, okay. Danke. Und das war's für diese Folge von Independence TV. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.